Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die üblichen vier Verdächtigen sind dabei. Der Martin. Hi. Der Tobi. Hi. Der Mightify. Hallo. Ah, und ich. Ja, hier hatten wir... Oh, Mann. Ja, ich hatte mal gerade so ein kleines... ja, schön. So ein kleines Creeper-Problem. Bin froh, dass er die Maschine nicht kaputt gesprengt hat. Auf jeden Fall können wir den Pulverizer jetzt zumindest von außerhalb steuern. Das heißt, wir können die Wand dann gleich wieder dicht machen. Fällt mir ganz gut soweit. Ich weiß nicht, aber wir müssen, glaube ich, eigentlich mal hier irgendwie... Ich weiß noch nicht. Ich entmüll mich jetzt hier einfach mal. Ich hatte jetzt gerade, weil ich unten war, dem Martin Essen bringen in der Aufnahmepause und vier Eimer Lava mit hochgenommen habe, wollte ich dir eigentlich dein Geothermal füllen, aber ich komme nicht hoch. Ja, weil der Creeper die Treppe weggesprengt hat, da musst du mal einfach eine neue hochbauen. Gut. Wo war die denn? Irgendwo muss da einfach noch ein Loch in der Decke sein, ne? Nee, die war genau hier vorne. Okay. Das habe ich jetzt gerade zugemacht. Da musst du hier vorne einfach hochgehen. Ich gehe auf der anderen Seite. Alter, Mann! Haut mich nicht. So, ich glaube, gut. Ich glaube, wir haben gerade keinen schon Strom lange mehr. Decke gehackt, ja. Und dann läufst du in mein Bild. Dafür kann ich ja nichts. Ich gehe davon aus, dass wir gerade keinen Strom mehr haben. Aber ich, Dopi, will, glaube ich, auffüllen gehen. Ja. So. Da haben wir auch noch jede Menge von dem Zeug. Was haben wir denn da? Galena, Zinnohr. Also ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich feststellen, dass man nicht alle Erze klein machen kann. Nur mal so am Rande erwähnt. Und auch, glaube ich, nicht alle klein machen sollte, denn irgendwas braucht man, wenn man das in den Ofen schmeißt, kriegt man was anderes raus, als im Pulverizer ist. Da war nicht. Was, so, da erinnere ich mich dunkel an irgendwas. Also ich zumindest nicht, aber gut, wenn du sagst, es war so. War nicht Bauxit, das war... Verdammt. Du kannst es ja mal durchtesten. So, was haben wir denn hier noch? Monster? Ja, wenn die Anlage dann steht, kann ich das mal machen, aber jetzt gerade noch nicht. Da. Das. So, ne, das ist Monster Drop hier. Ach Gott. Aber hier. Schön. Ja, dann hätten wir es so langsam. Soweit ich weiß, hat unser Mightify gerade in der Aufnahmepause Obsidian gesammelt. Stimmt ja, das? Ja, wir haben schön. Jetzt genug, um ein stattliches Portal zu bauen. Okay, wo würden wir das denn am sinnvollsten hinbauen? Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal rübergehen, mal noch Zeug holen. Also ich würde ein Räumchen hinter die Treppen bauen. Die Ecke quasi zu. Ja, das ist ganz gut. Ein Räumchen hinter die Treppe. Mhm. Ja, okay. Also hier, wo eh schon... wo quasi die Ecke von der Treppe gebildet wird. Ecke von der Treppe gebildet wird. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Warum nicht einfach rechts von Treppenabgang? Da kommt eh keine Maschine oder sowas hin, oder? Alles zu einfach wir haben wäre. Den Sprung. Wo kommen denn die Kisten hin, die von nachher aus der Mine hochkommen? Das brauchen wir. Das wäre mal eine Frage. Soll ich das andere Obsidian mal noch mitbringen? Ich bring's einfach mal mit. Könnt euch ja da drüben wieder eh nicht entscheiden. Da hätten wir Robert. Also wenn ich auf die Karte schaue, dann würde ich es nördlich von meinen Treppen einfach da gerade zubauen und ein Portal rein. Nördlich. Der Raum ist zwar dann ein bisschen größer, aber... Wir können ja auch ein großes Portal bauen. Ich hätte es in die Servicewand gesetzt hier, rechts von der Treppe. Also, zu außen. Aber das ist doch kein Service. Ist doch. Ja, mir ist es egal. Ach, auf einmal. mir ist es nur, auch relativ Hupe. So. Ja, doch. Wir setzen es genau hier hin.
Hier haben wir auch die Höhe, die wir brauchen. Ja. Also, Mighty, wo springst du rum? 90 Meter, so weit kannst du nicht weg sein. Ich flitze. Das ist der Flitzer, Peter, der Flitzer. Blitz. Ja. Was? Nein, der ist nackt. Flitzer. Hilfe. So, ich hätte auf jeden Fall mal gerne hier. Fängt er einfach da mittendrin an, Obsidian zu setzen. Da habe ich die Tür etwas zu schwungvoll aufgestoßen. Gleich nee, noch. Ich habe die Tür aufgestoßen. Ach so, deswegen habe ich den. Ja. Hack, hack, hack. Okay. So. Mit. So, dann. Boing, boing, das boing. Kommt da rein, das kommt da rein. Hier hätte ich es reingesetzt. Also, Basalt fülle ich gleich noch auf, wobei wir das ja auch Boden-Dings machen würden. Ich ja. würde es. Könnte es ja hier so. Direkt, hier so, dass es, ne? Dass die Tür aufmacht, quasi keine Luft. War doch mal, doch, da kommt noch so ein Schweinchen hoch, wenn so viel Platz ist. Ich könnte das hier schon mal so andeuten, etwa so. Genau, ja. Und dann muss hier direkt dahinter eine Wand. Ja. Es muss aber mindestens 3 Blöcke hoch sein, oder? War das nicht so? So, das ist auch noch Elektrokram hier, Alter. Ja, ich bin auch der Meinung, es ist 3 hoch. Das hast du ja hier auch. Den, das so, ist dann. Da den ganzen das ist wunderbar. Ach Gott, ich liebe diese Sortierfunktion. Wäre ja dann da. 16, doch. Ich habe den Obsidian dabei. 3 hoch. Und die Ecken kannst du freilassen. Ja, dann sollte es reichen, auf jeden Fall. Ach doch, ich hab... Also warte, ich setz mal schnell die Außenecken. Werden dann die Außenecken, die frei bleiben. Ja, naja. Mach's gerade noch nicht fertig, ne? Ach nee, du musst es eben im Feuer anzünden. Mann, ist ja schon wieder dunkel hier, ey. Genau. Ich hol noch mal gerade Basalt. Leuchten vor allem immer Holz. Dunkel, ja. Martin, du hast eben Bett dabei. Leg dich mal gerade schlafen. Kann ich euch damit aufhalten, wenn ich mich noch nicht schlafen leg? Hihi. Ja. Das ist sowieso, weil er. Ach, der Martin feiert seins dabei. Ja. Das ist gut. Ich hab meins auch dabei. Und Martin stellt seins nachher im Nether auf und geht schlafen. Ja, auch schön. Muss ich mich ja beeilen, so. Weil ich. Will ja mit. Boah. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben weg von unserem Haus. Brauchen wir dringend Holz. Bisschen Eisen. So. Das. Da habe ich ein Feuerzeug. Irgendwas noch nicht anmachen, noch nicht anmachen. Nee, mache ich nicht. Ich wollte sagen, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt hier? Hoppla. Wird eine eigene Aufnahme. Hm. Wahnsinn. Anmachen verboten. Basalt da. Drin sein? Yep. Basalt. Wir schließen schon wieder Holz hier. Was brauchen wir noch? Oh! Aus unserer alten Höhle sind ja alle Iron Furnaces weg. Ja, die habe ich mitgenommen eben. Ja, hab ich überraschend schön festgestellt. Brauchen wir sonst? Ja, bevor es wieder heißt, bearbeite sie nicht. Ja. Habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Boink, boink, boink. Wie sind wir hier denn eigentlich mit Holz bestellt? Ich brauche Holz. Wenn du dem Petermaus gerade zugehört hast, der hat nämlich auch darüber geflucht, dass es kein Holz gibt und er ist losgezogen, Holz holen. Genau, weil ich bin ja ordentlich, also alles fürs Teamplay. Als ich eben aus der Mine draußen war und mich über das Loch in der Wand beschwert habe in der Aufnahmepause, war das, glaube ich, habe ich auch mich über Holzmangel beschwert. Das zählt nicht, es war in der Aufnahmepause. Nee, du musst ihn einfach nur bei der Tür an der Tür jetzt abfangen, quasi. Ihn erschlagen, dir das Holz klauen und dann hast du genügend. Mhm. Glaub, hört sich nach einem Plan an. Ja. Ihr könnt auch einfach warten, bis ich es in die Kiste gelegt habe. Das ist ja langweilig. Wäre doch langweilig. Weißt du? Ja. Kaum ist er mal eine Aufnahme krank, ne? Da wird er aufmüpfig hier. Das ist unglaublich, unseren Tobi. ich muss doch hier an mein 7-Days-Niveau rankommen. Boah, da musst du dir aber noch ganz schön Mühe geben, weiter nach unten zu kommen. Totenstille.
Ja. Eins, zwei, eins, zwei, eins, Bin zwei. auf dem Weg nach unten, das ist so anstrengend. So. Also Mammutbaum bringt ein bisschen über zwei Stacks, das ist mal schön zu wissen. Ich habe mich ja eigentlich nie damit beschäftigt, die Dinger zu fällen. Dafür gibt's Turtles, die machen sowas. Ja, das stimmt eigentlich. Hätte jetzt aber ehrlich gesagt noch gar keine Lust, das zu programmieren. Vor allem, weil du die ja dann auch immer wieder an dasselbe Ding setzen musst. Ja gut, der haut ja nicht ab und wenn du ihn richtig programmierst, pflanzt er ja auch sein Bäumchen wieder von alleine. Stimmt allerdings. Boing, boing. Wir hatten im früheren Spiel ja sogar einen, der oben die Bäume gehackt hat und unten, nachdem er fertig war, den Ofen gefüllt hat und über den Kreis gefahren ist. Ja. Das stimmt. So, Holz So. wolltet ihr? Hier die andere Kiste da. Könnt euch Oh, so jetzt viel mit brauche Holz ich gar nicht. aus. Mir reichen 8 Stückchen. Ich brauche nur 2 Türen, um den Nähter zu sichern, dass da uns nichts ins Haus kommt. Das freut mich, aber deswegen wollte ich jetzt trotzdem den Rest hier machen. Wo ist jetzt? Ah, ne, ich habe sogar noch anstecken. Dann muss ich die Stirling Engine da hinten mal noch ein bisschen befeuern kann, weil die ist nämlich, oh ja, fast leer. Solange man da ja noch keine Overclocker oder sowas drin hat, ne, explodieren die Dinger ja auch nicht, Gott sei Dank. So. Ach. Mal da Gummi, was schmelzt ihr denn da wieder? Also ich bin halt so dafür, ich habe kein Problem damit, dass ihr was zusammenschmelzt jetzt, aber denkt dran, dass immer mal so Dust übrig bleibt. Dass wir halt auch unter gegebenen Umständen halt auch mischen können, ne? Ja. Nur mal so am Rande erwähnt. So. Baum. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Was denn? Wo denn? Warum machst du Zinn gerade und Kupfer? Für Bronze. Ja, Machst du dann eine das machst du aber Bronzerüstung vorher draus? in Dust. Mit was willst du das zusammendrücken jetzt? Die Maschinen haben wir noch gar nicht. Ja. Muss ich ihm Fledermaus recht Dann musst geben? du den Dust vorher zusammenmischen und dann kannst du Bronze schmelzen. Ich hoffe, du hast den Eimer hier unten gelassen. Nein. Ah! Alle 4 einstecken. Ich hab's doch Also, gefüllt. die Sache ist, ich kann den Dust auch so zusammencraften. Ja. Muss ich mal rechnen. Wenn ich, okay, es ist in der Tat, es kommt mehr raus, wenn man. Ja. Nee, es kommt nicht mehr raus, aber du Wenn man brauchst jetzt den halt. Dust zusammencraftet, als wenn man die Barren zusammencraftet, das ist doch albern. Was ist denn daran albern? Aber ich mach das einfach. Ich brauche da keine extra Maschine für. Ich habe den Dust einfach zusammengeschmissen und jetzt tue ich hier Bronzebahnen herstellen. Stimmt. Wobei ich habe mich Ja, du mit kannst Martin dieser einen Dust herstellen, genau. Martin Wertigkeit ja liegt in nie der so genau Kiste. auseinandergesetzt. Dankeschön, Bronzerüstung ist wesentlich bitte. besser, oder was? Die ist etwa so stark wie Eisenrüstung. Und warum machst du dann nicht etwa Eisen? Eisen haben wir doch genug. Ich hatte den Eindruck, dass wir davon gar nicht so viel haben. Weil 64er Stacks in Dust müsste. Okay, dann mache ich Also. mal Eisenrüstung. Ja. Vielleicht. Für uns alle, ja? Nee, wir brauchen sie ja nur dreimal. Der hat ja Ich fünf habe ja meine Bronzerüstungen. Bronzerüstung. Ach so, okay. Ist sowieso viel schöner. Damit wir ihn nicht verlieren im Nether, ne? Ja. Genau. Ich glaube Habe eher, wir ich. kloppen wir aus Versehen tot, weil wir für so einen Sieht nicht brennenden aus Zombie wie wir. halten. Ja. So, das hätten wir. Meine, ich hätte in der Jetzt alten weiß ich Höhle noch gar ein nicht bisschen Eisen mehr, liegen. wie war denn die Brust nochmal? Oh, jetzt fragst du was. Gell? Warte mal. Und Nee, Hampelmännchen. du brauchst da oben in der oberen Zeile ein links, ein rechts und in der Mitte frei. Du brauchst den in der Mitte aber auch so. Genau. Ja, danke. Wie so ein Hemdchen.
So, und dann waren Schuhe, glaube ich, ja nur noch so, genau. So. So, ich habe drüben mal den Dust So, eingesammelt, weil einmal ich was Rüstung für entdecken alle. konnte. Jetzt ist. Bist du oben, Tobi, gerade? Ja, ich Sieht laufe gerade auf mein unser Häuschen Deadpool ganz zu. schön doof aus. Dann darfst du jetzt oben den Schacht eröffnen. Ja. So, ich packe euch das hier oben in die Kiste. Ihr müsst dann halt nur noch anziehen kommen. Ja, ich sehe es. Warte mal, das liegt da drüben. So, Das, 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 das. Das war. jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollte ich denn eigentlich noch machen gerade? Was mich auf jeden Fall nervt, ich brauche Druckplatten. Und hui, Batsch. Also mal zumindest eine, wenn wir hier reinrennen. Hätte ich ganz gerne mal eine Über dir quasi wieder zugebaut, dass keiner dir Druckplatte. hinterherfällt. Hattest du über dir wieder zugemacht, dass keiner dir Wunderschön. hinterherfällt und auf dem nackten Genau. Stein zerbricht? So. Genau das hatte ich gemacht. Wenn ihr kommt und eure Rüstung anzieht, könnten wir in den Nether los. Ja, ich bin auf dem Weg hoch. Ich habe nur den Sprung in die Mine eröffnet gerade. Ah ja. Jetzt muss ich wieder hochdackeln. Ist schön. Ich weiß gar nicht, wo habt ihr das überhaupt hingebaut? Ja. Immer da, wo es abwärts geht. Nee, So, das ist quasi die Tür direkt in den Nether. die Tür direkt in den Nether, ja. Also wenn ihr die natürlich auch wunderschön in unseren Versorgungsschacht macht, tut mir einen Gefallen und macht deswegen auch hinten dran zu, weil sonst Hat rennen die mir noch uns. vor. Er hat auch extra noch keine Ansage bekommen, anmachen. Brust, Bein, Kopf, Schuh. Mann, ihr macht mich fertig, ey. Genau. Brust, Bein, Kopf, Schuh. Ja, das wird auf jeden Fall vorher noch fertig gemacht. Achso, wird das ja nichts. Haben auch alle mindestens zwei Schwerter. Also nicht nur das aktuelle, was dann beim zweiten Schlag kaputt geht. Was, es geht los, ich komme hoch. Wie öffne ich denn nochmal? Achso, ja, klar. So. Habe gerade eine Sekunde drüber nachgedacht, wie ich mich selbst sehe. Oder ist ja einfach nur das Inventar öffnen und auf nichts gucken. So. Das machen wir dahinter noch zu. Das machen Kommt wir. ihr? Wer weiß, was da Ach, durchkommt. immer muss man warten hier. Das ist ein weiter Weg, ja. Ach so, habt ihr jetzt zugemacht, okay. Oh, Entschuldigung. Oh, ihr habt das ganze Haus verbockt. Eieiei. Ja. Ja, gut. Egal. Von mir aus kann er anmachen. Wollen wir auf die Seite kommen, Jungs? Das ist mir egal. Dann ist Martin? das jetzt mein Raum. Starte den Nether. Ich finde das Tor Solange zwar keiner tot. widerspricht, das hier ist mein Raum. Martin? Ja, lass den Martin jetzt so unten in Ruhe, wenn er nicht kommt. Komm Bin jetzt, noch mach hier. das Ding an. So. Ran, Mighty. Alles klar, brauchen wir einen Tusch oder sowas? Ach, Quatsch. Attacke. Komm rein, rein. Yeah! Ja, jetzt alle Komm, reinrennen komm. und den Server crashen lassen. Downloading Terrain. Echt? Ja, bei mir. Bei dir nicht? Oh, ich krieg jetzt keine Kisten Ja, mehr auf. da. Jetzt geht's wieder. Na? Oh, Schaufel war das, ne? Der Netersand. Huhu. Nee. Oh, ich bin hier unten schon mal gestorben. Sagt zumindest mein Waypoint. Nee, das ist falsch. Was ist das so? Der hier gestorben ist. Alter. Oh. Hilfe. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es nicht so klug gewesen, wie ihr die Tür gebaut habt, weil ihr habt die gar nicht zugemacht. Das ist Und schön. tschüss. Auch schön. Ja, Hauptsache, ihr schmeißt mich hier mal runter. Ja. Was mir jetzt gerade mal aufgefallen ist, dass die IP-Adresse natürlich jetzt gezeigt worden ist, Tobi. Ich hoffe, dass du Ja. das mit dem Whitelist eingerichtet hast. Ja, habe ich. Ist schön. Ich kann dir aber mal sagen, dass ich schon wieder in dem God-Mode-Game-Mode bin. Warum auch immer das so ist und der Server das nicht speichert.
Okay. Kann das mal Martin einer von mir runternehmen, weil sonst fliege ich nämlich gleich wieder. Natürlich. So. Alter. Dürft man jetzt ja nicht sehen. Doch, das wirst du schon sehen, aber das ist mir jetzt relativ egal. Hauptsache, es funktioniert. Nee, mein Server. Achso. Nee, sieht man nicht. Gut. Da bin ich wieder. Hat geklappt, ne? Wieder? Hat geklappt? Ja, hat geklappt, aber... Gut. Ich weiß nicht, wie der Martin hier bauen will. Der nimmt das eine weg, macht das andere wieder hin und... Wahnsinn. Voll verbuggt hier. So. Bauen wir hier mal das mal schön fertig. So. Ja, Martin kommt eh gleich wieder hinter dir her und macht's weg. Warum? Der macht doch hier nur einen normalen Steinboden rein. War's bei mir gerade. Ich setz. Oh, da ist der erste Gast. Ne? So, das ist ja. Ach, der hat's auf mich abgesehen. Mighty spielt mobiles Ziel. Einer muss ja. Ich hau hier mal schnell die Hütte zu. Ja, ich komm hier nicht mehr ran. Ja, ich kann ja auch nicht hoch, weil ihr mir da jetzt, wo ich hochbuddeln will. Oh, Alter, ihr regt mich auf gerade. Jetzt renne ich hier extra einmal drum rum. Unglaublich. Ach, verdammt. Egal. Ich hab ihn mit seinem eigenen Feuerball gekillt. Jawohl! Ja, habt ihr es so gesehen? Nee, habt ihr nicht. Nee, natürlich nicht. Ich bin am Zubauen der Hütte. Ich hab seinen Feuerball mit einem Pfeil zurückgeschossen. Mit einem Pfeil. Respekt. Das geht auch mit dem Schwert. Respekt. So, da hinten haben wir auch schon einen relativ großen Lavasee. Da könnten wir eigentlich auch in die Nähe hier auch wunderbar den Chunkloader dann bauen. Dafür will ich dann aber erst ein Jetpack haben. Um ehrlich zu sein, wenn ich mir das da mal so angucke. Oh, da ist so ein Magma-Blob. Magma-Blob? Ein Magma-Blob, ja. Ein Magma-Blob. Also hier unten wird auf jeden Fall das Teil für unsere Energieversorgung hinkommen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall mal noch gewartet, bis wir die Hütte fertig gebaut haben, weil wir sind nämlich am Ende einer Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn dem so ist. Lasst uns einen Daumen oben da. Schaut doch bei dem anderen mal auf dem Kanal vorbei. Findet ihr wie immer in der Kanalbeschreibung. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.